Ja, dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Wir holen heute so einen kleinen Hauch Schweiz in die Stiftung. Ich denke, das ist nicht verkehrt und ich freue mich ganz besonders natürlich über unseren Gast, Tim Guldimann, den Botschafter der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Herzlich willkommen hier in der Stiftung. Ja, die Süddeutsche Zeitung schrieb über ihn, er sei das Beste, was die Schweiz neben vorzüglicher Schokolade und einer Bergluft zu bieten hat und feiner Bergluft zu bieten vermag. Ich hoffe, wir erwischen heute noch das eine oder andere, was die Schweiz noch zu bieten hat. Auf alle Fälle ein großes Lob natürlich an Sie, also neben Schweizer Schokolade gestellt zu werden, ist nicht unbedingt das schlechteste Lob, oder? Nee, ich mag sie auch. Ja, wir haben als Thema für das heutige Gespräch gewählt, mehr Schweiz wagen. Dazu werden wir heute kommen. Was verbindet eigentlich die Schweiz oder sagen wir den Schweizer Botschafter mit Rosa Luxemburg? Gregor Gysi ist im letzten Februar zu uns auf Besuch gekommen. Er verbringt nämlich seine Winterferien in Nauders, in Österreich. Und wir haben ein Haus 10 Kilometer entfernt im Unterengadin. Und er ist zu uns gekommen und hat, ich glaube jetzt, ja, es ist das Buch von Rosa Luxemburg über die Pflanzen. Hat er mir mitgebracht. Wenn Sie mich fragen, was verbindet mich mit Rosa Luxemburg, sage ich mal dieses Buch. Ja, ich hoffe, er hat dazu gesagt, dass es die Stiftung herausgegeben hat und dass das ein Gruß der Rosa-Luxemburg-Stiftung an Sie ist. Also es geht um das Herbarium, das ist ja vielen, glaube ich, auch bekannt. Rosa Luxemburg hat ja unter anderem auch Pflanzenkunde studiert mal und sie hat, als sie im Gefängnis war, jede Pflanze, die sie sozusagen gefunden hat im Gefängnishof, hat sie gepflückt, hat sie gepresst, hat sie bestimmt und wir haben da ein sehr, sehr schönes Buch herausgegeben und das ist tatsächlich sozusagen ein Bestseller geworden und inzwischen auch in der Schweiz. Aber Rosa Luxemburg hat auch in Zürich studiert, unter anderem. Sie ist mit ihren Eltern nach Zürich gegangen und hat unter anderem auch in Zürich studiert. Ja, Sie sind in Zürich geboren, 1950, wenn ich das verraten darf. Sie haben Volkswirtschaft studiert in Zürich, in Chile, Mexiko. Sie haben in Stockholm unter anderem studiert, in Deutschland am Max-Planck-Institut in Starnberg. Haben Sie Sozial- und Arbeitsmarktpolitik studiert, Ihre Promotion in Dortmund gemacht. Und 1979 erhielten Sie ein Forschungsstipendium der Sowjetischen Wissenschaftsakademie für Moskau, Leningrad, Novosibirsk. Ist das die normale sozusagen Karriere zur Vorbereitung eines Schweizer Botschafters? Ich glaube nicht, weil der Entscheid, in den diplomatischen Dienst einzutreten, war sehr spät, sehr rasch, unerwartet. Es war mehr die Situation. Ich bin aufgewachsen im Kalten Krieg und die andere Seite war der Kommunismus, war die Sowjetunion, war einerseits etwas Bedrohliches, aber gleichzeitig etwas sehr Faszinierendes. Und das hat sich dann noch verbunden mit der 68er-Bewegung, die ist dann auch ein bisschen in die Schweiz hinübergeschwappt. Und das hatte mich damals radikalisiert. So. Ich war nie in einer K-Gruppe, aber so doch immerhin relativ überzeugter Marxist, nicht zuletzt, sagen wir mal, französisch würde man sagen, Tiers-Mondiste, das ist dritte Welt, Linksposition, mit dem bin ich eigentlich politisch groß geworden und damit dann in die Sowjetunion gegangen. Ich habe mich länger mit der Sowjetunion auseinandergesetzt und so quasi von diesen radikalen Positionen so mich zum biederen Sozialdemokraten durchgemausert. Naja, das werden wir noch hören, ob das wirklich so ein biederer Sozialdemokrat ist. Da haben Sie übrigens auch Russisch gelernt. Das hat sich später durchaus ausgezahlt. Darüber werden wir dann auch noch reden. Sie sind 82 dann in den Schweizer diplomatischen Dienst gegangen, zunächst mal in Bern und in Genf gewesen. Was haben Sie da gemacht? Danach war ich
das ist eigentlich die andere Front in dieser ganzen Auseinandersetzung. Es war nicht nur die Sowjetunion und der Osten, sondern eigentlich schon bald mal die islamische Welt. Und bin dann in Kairo gewesen zweimal und ich war später 5 Jahre Botschafterin in Teheran. Also der Islam ist so eine andere Geschichte von mir, dass ich einfach glaube, in diesen Koordinaten zum Osten, der ja heute wieder eine ganz wichtige Rolle spielt in der jetzigen Situation, und die Auseinandersetzung zum Islam, das sind eigentlich die beiden Fragen, die mich sehr lange beschäftigt haben. Wir kommen auf viele Fragen noch wieder zurück. Sie haben 1990, sind Sie dann aus dem diplomatischen Dienst wieder ausgeschieden. Sie hatten Kritik an der Außenpolitik der Schweiz. Was waren das vor allen Dingen für Kritikpunkte? Das war 89, glaube ich, die vielleicht so unser Land ist geprägt vom Erfolg des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte der Schweiz der letzten 150 Jahre ist ja eine ganz beispiellose Erfolgsstory. Nicht? Ein armes Land, 19. Jahrhundert, das erste Land, das die Republik 1848 auch tatsächlich realisiert hat, war liberal, war Zufluchtsort der deutschen Geisteselite noch schon im 19. Jahrhundert, erst recht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist uns gelungen, von 2 Weltkriegen verschont zu bleiben. Das Botschaftsgebäude, was heute noch neben dem Bundeskanzleramt steht, war das einzige Gebäude weit und breit, schon damals Gesandtschaft, das unversehrt den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, so quasi wie ein Symbol. Das ist unser Erfolgserlebnis, das heißt, abseits stehen. Nicht? Sich nur nicht neutral zu sein, nicht sich einzumischen. Und damit ist eigentlich auf eine ganz glückliche Weise das 20. Jahrhundert an uns vorbeigegangen. Und wenn Sie sich fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Schweizern und den Deutschen, ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass Sie alle in Ihren Familiengeschichten radikale Brüche haben. 20. Jahrhundert, Erster Weltkrieg, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und dann noch in Ostdeutschland Ende der DDR. Das haben wir nicht so erlebt. Unsere Familiengeschichten sind eine Kontinuität, die sind banal und langweilig, aber sehr glücklich. Nicht? Und das unterscheidet uns, unterscheidet auch das politische, geschichtliche Bewusstsein. Kommt 1989, danach ähnliche Staaten, Österreich, Finnland, Schweden, sind der Europäischen Union beigetreten. Die Schweiz hat eine Abstimmung 1992 gehabt über den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum. Das ist so eine Vereinbarung mit der Europäischen Union bezüglich des Binnenmarktes, zu dem Norwegen, Island und Liechtenstein beigetreten sind. Die Schweiz hat das abgelehnt. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die dazu führte, dass dann 1989 in der Schweiz eigentlich wir nicht dieses Ereignis zum Anlass für einen außenpolitischen Aufbruch, wie sonst überall in Europa genommen haben. Das ist einfach, da sind wir geschichtlich geprägt. Das hat mich frustriert. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Trotzdem sind Sie in die Lehre gegangen, dann zunächst mal. Haben Lehrbeauftragt für Außenpolitik unter anderem und sind dann auch in die Forschung gegangen und haben gearbeitet am Bundesamt für Bildung und Wissenschaft und haben sich dort unter anderem mit einem Dossier über die Schweizer Beziehung zur EU befasst. Was waren so Ergebnisse Ihrer Arbeit und sind die Politik wirksam geworden? Das ist keine Forschung, es ist Verwaltung. Da ging es einfach um das Aushandeln des Abkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, Beteiligung am Forschungsrahmenprogramm. Das ist eigentlich, als Beamter war ich da tätig. Mehr nicht. Gut, aber Sie haben ja mehr dann später noch geschrieben. Sie haben gerade schon erzählt, dass bei einer Volksabstimmung dann eine Mehrheit in der Schweiz sich gegen den EU-Beitritt entschieden hat. War nicht der EU, Europäischer Wirtschaftsraum. Ach, zum Europäischen Wirtschaftsraum. Nee. Ja, okay. Also die EU stand in dem Sinne nie zur Abstimmung in der Schweiz. Es gibt 1992, vor dieser Abstimmung, hat die schweizerische Regierung das Beitrittsgesuch zur Europäischen Union gestellt. Dieses Beitrittsgesuch ist immer noch in Brüssel. Obwohl heute in der Öffentlichkeit vielleicht im besten Fall noch 15% für den EU-Beitritt wären. Das ist einfach eine politische Realität. Heute haben wir
unsere Beziehung mit der Europäischen Union bilateral gelöst und haben jetzt ein großes Problem über eine Abstimmung, die am 9. Februar gelaufen ist, über die Personenfreizügigkeit, wo die Schweiz sagt, das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union ist, sie sagen, zu ergänzen mit Maßnahmen, was konkret heißt, die Aufkündigung der Personenfreizügigkeit. Und es ist unklar, wie wir dieses Problem im Verhältnis zur Europäischen Union in Zukunft lösen werden. Wo sehen Sie Gründe für die Ablehnung, sowohl bei Drittwirtschaftsraum als auch der EU? Bis heute. Das eine ist die Tatsache, dass wir eine Zuwanderung in der Schweiz haben, die ist größer als alle vergleichbaren Staaten. Das ist im Moment über 1% pro Jahr. Das heißt, es ist pro Jahr eine Zuwanderung in der Größe der Agglomeration von St. Gallen. Das ist bedrohlich. Über diese Zuwanderung gibt es auch ein weit verbreitetes Gefühl von Heimatverlust. Das heißt, dort, wo die Menschen leben, hat sich ihre Umgebung radikal verändert. Ein Beispiel, wenn ich in Zürich vor einiger Zeit in eine Kneipe gegangen bin und feststelle, dass ich nicht in meiner Sprache und nicht in der Landessprache einen Kaffee bestellen kann, sondern Englisch sprechen muss, dann empfinde ich das. Da geht mir etwas verloren. Dazu kommt, dass die Globalisierungsängste gibt es überall auf der Welt. Gibt es auch in Deutschland. Der Unterschied in der Schweiz ist, dass wir diese Globalisierungsängste an Adressaten Europäische Union, an Brüssel und an bilateralen Verträgen so festmachen können, dass sie zum Gegenstand einer Volksabstimmung werden können mit dieser Initiative zur Verfassungsänderung, die zum Ziel hat, gehabt hat, in dem Sinne, es ist angenommen worden, dass die schweizerische Regierung wieder selbst entscheiden soll über die Zuwanderung. Das heißt, es ist nicht abgegeben, dass die Entscheidungskompetenz, wer in die Schweiz kommen soll, ist nicht abgegeben quasi mit der Personenfreizügigkeit, mit der Freiheit, jeder kann zuwandern, Arbeitsmarkt bedingt, sondern die Regierung soll wieder entscheiden, wer zuwandert. Und das gibt natürlich ein Ausdruck auch dieser Abgrenzung, die ich zuvor beschrieben habe im 20. Jahrhundert. Sie haben, zurück zur EU nochmal, Sie haben für Ihre Partei, die Sozialdemokratische Partei, ein Positionspapier geschrieben, und zwar unter dem Titel Für ein soziales, ökologisches, demokratisches Europa. Wie viel ist davon tatsächlich in die öffentliche Debatte gekommen, auch in Ihrer Partei? Eigentlich recht viel in dem Sinne, dass, das habe ich zusammen gemacht mit einem Freund, das war ungefähr 92 herum. Also dort ging es darum, dass die Sozialdemokratische Partei die erste große Partei in der Schweiz war, die den EU-Beitritt auf die Fahnen geschrieben hat. Und das war einfach konsequent im Zusammenhang mit der Wende von 89. Die Situation in der Schweiz in den ersten 90er Jahren war auch ein Aufbruch. Aufbruch europapolitisch so, dass damals ein Zuspruch, eine Zustimmung zu einem möglichen EU-Beitritt immer noch relativ groß war, vielleicht 40%. Das hat sich dann radikal verändert in den letzten Jahren und heute ist eine ganz kleine Minderheit dafür. Also ich kann immer noch als Staatsbürger sagen, ich bin für einen EU-Beitritt, aber das ist in dem Sinne irrelevant, dass es heute darum geht, ob wir den Bilateralismus, wie wir sagen, das heißt unser Verhältnis zur Europäischen Union, insbesondere unser Andocken an den Binnenmarkt über bilaterale Verträge lösen können. Wir haben es bisher gelöst. Das ist jetzt in Frage gestellt über den Entscheid der Personenfreizügigkeit. Heute ist es Aufgabe zu schauen, wie wir die Position der Europäischen Union in Übereinstimmung bringen können mit dem Verfassungsartikel. Das wird nicht einfach sein. Na, die Frage ist möglicherweise auch, inwieweit stimmt das heutige Europa, so wie wir es heute erleben, mit ihren Positionen für ein soziales, ökologisches, demokratisches Europa überein? Gibt es da möglicherweise auch die Differenzen, die dann deutlich machen, geht nicht? Ich glaube, das ist ja immer so in der Politik. Man hat Ziele, die man versucht umzusetzen. Die Frage ist, im Rahmen von was versucht man das zu tun? Und meine Überzeugung ist es nach wie vor, dass
es sich lohnt, sich in die europäische Innenpolitik einzubringen, um sowohl diese Ziele als auch die eigenen Interessen besser verteidigen zu können. Das ist eine grundsätzliche Geschichte. Macht man mit oder will man nicht mitmachen? Wie gesagt, es ist im Moment illusorisch, konkret darüber zu diskutieren, weil wir keine Mehrheiten finden heute für einen EU-Beitritt in der Schweiz. Deshalb ist nett meine persönliche Ansicht. Heute geht es darum, dieses konkrete Problem mit den bilateralen Verträgen zu lösen. Wenn Sie mich fragen, ja, haben wir denn alles realisiert? Das ist ja die Frage an jedes Parteiprogramm. Habt ihr denn das realisiert? Was gilt auch für Ihre Partei? Das mag wohl sein, über die reden wir heute Gott sei Dank nicht. Also der Partei, der diese Stiftung nahesteht, sondern wir wollen heute doch ein bisschen mehr noch über die Schweiz reden, auch über Ihre Aufgaben als Botschafter. Ich würde ganz gerne nochmal, Sie sind in Mitte der 90er Jahre wieder in den diplomatischen Dienst gegangen und zwar in schwieriger Mission. Sie haben die Leitung der OSZE-Mission in Tschetschenien übernommen. Ihre Russischkenntnisse haben sozusagen da sicher Vorleistungen geliefert. Was war es noch? Was hat Sie gereizt an dieser Mission? Es war einfach so, dass Heidi Talevini, die heute das Minsker Abkommen ausgehandelt hat in der Ukraine, gute Kollegin, Freundin im diplomatischen Dienst, ist zu mir gekommen im Dezember 1995. Sie war zuvor in Tschetschenien in der OSZE-Mission während des ersten Tschetschenienkrieges, hat gesagt, du musst nach Grozny, die brauchen jemanden, der Russisch kann. Und die Schweiz übernimmt die OSZE-Präsidentschaft 1996. Und ich habe gefunden, sicher interessant, gefahren. Und das war ein Höhepunkt meiner diplomatischen Tätigkeit, wo es darum ging, mit einer sehr kleinen Gruppe, wir waren etwa 6, 7, 8 Personen, in einer Situation, wo in Russland Jelzin nochmals gewählt werden wollte und bereit war, mit den Separatisten überhaupt zu sprechen. Ich dort unten mit den Kontakten zur Unabhängigkeitsbewegung die Möglichkeit hatte, hier, sagen wir mal, die ersten Treffen zu arrangieren, zu vermitteln und danach auch Waffenstillstand. Das war über 14 Monate eine sehr intensive Zeit, endete dann im Januar 1997 mit den Wahlen, die doch sozusagen frei haben organisiert werden können, mit der Wahl von Präsident Maschadow als Präsident von Tschetschenien. Nur die Frage, was Tschetschenien damals war, darüber trennten sich die Positionen in Moskau, hat man immer noch gesagt, das ist Teil von Russland. Die Tschetschenen haben gesagt, nein, wir sind eigentlich unabhängig, ihr habt es noch nicht gemerkt und wir hoffen auf eine internationale Anerkennung, was auch überhaupt nicht Aufgabe der OSZE gewesen wäre, denn völkerrechtlich ist es und war es Teil der Russischen Föderation. Also das soweit so gut. Ich bin dann, habe das Tschetschenien verlassen und danach 1999, zweiter Tschetschenienkrieg, die Geschichte ist bekannt. Übrigens waren vorher die Ungarn in der Leitung der OSZE-Mission. Was haben sie anders gemacht? Die Ungarn sind gescheitert. Was haben sie anders gemacht? Ich glaube nicht, dass die Ungarn gescheitert sind, sondern es ist mehr die Frage, dass es ist immer in solchen Situationen geht es darum, dass sich die Bedingungen verändern und dann gibt es Chancen, die man vielleicht wahrnehmen kann. Ja, es stimmt, ich bin da hingegangen, in dem Sinne relativ vorurteilslos, mich mit diesen, wie die Russen in Moskau sagten, Gaunern in den Bergen zu treffen. Ja? Und dann bestand die Möglichkeit, hier etwas zu vermitteln, was spannend war und funktionierte. So. Was kann man in so einer Vermittlung tun und was kann man möglicherweise nicht? Wo sind noch Grenzen einer solchen Vermittlung, die ja von außen kommt? Ich glaube, es geht immer ums Gleiche. Es geht darum, sich zu überlegen, was sind die Positionen der beiden Seiten und wie besteht die Möglichkeit, diese Positionen irgendwie miteinander zu vereinbaren. Beispiel, es ging darum, die Tschetschenen haben gesagt, wir sind unabhängig. Die Russen haben gesagt, das ist ja eine illegale Bewegung im Widerspruch zu unserer Verfassung. Und die Frage war, die Russen waren bereit, im Kreml, Jelzin, Jandarbiev hieß der Führer der tschetschenischen Unabhängigkeitsbewegung, waren bereit, ihn zu treffen. Dann war die Frage, ja, wie kündigen wir das an?
kann nicht sagen, Herr Jelzin trifft Herrn Jan Dabijew. Und da war eigentlich die Idee, dass es gab ein Militärabkommen ein paar Monate zuvor. Und das war unterschrieben von der russischen Seite und von der tschetschenischen Seite mit einem Sternchen. Und da stand diese tschetschenische Seite unten Anmerkung, die tschetschenische Republik Ischgeria wird von der Russischen Föderation nicht anerkannt. Dann habe ich das einfach so übernommen und den Russen gesagt, ja bitte, das habt ihr ja schon mal eben unterzeichnet, das könnt ihr doch jetzt nochmals akzeptieren für die Erklärung. Und das hat dann so geklappt und das war die Bedingung für die andere Seite, dass man das durchführt. Manchmal waren es aber auch die kleinen Gesten, die dann die Verhandlung erleichtert haben, manchmal auch die Sitzordnung zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ob, ist das so interessant, diese Geschichte? Ja? Naja, okay. Ja, finden Sie, gut. Also, Situation, wir kommen mit den Tschetschenen in den Kreml, kommen in den Saal hinein und die russische Seite sagt, bitte, da sind die Plätze, nehmt da Platz. Und die Frage der tschetschenischen Seite, ja, Moment mal, wo sitzt denn der Herr Jelzin? Antwort, nehmt da Platz. Sie haben sich nicht hingesetzt und plötzlich kommt der Jelzin unter dem Türbogen herein, öffnet die Türe und brüllt sozusagen in den Saal hinein. Der Präsident der Russischen Föderation hat noch niemals so warten müssen. Dann setzt er sich an den Kopf des Tisches und sagt Jan Dabijew, setz dich, Sadis. Duzform Imperativ. Und der Jan Dabijew sagt nein. Und er kommt zu mir. Und ich sage dann, gehe zu Jelzin und sage dem Herr Präsident, wenn Sie hier sitzen, könnte der tschetschenische Präsident am anderen Ende des Tisches, ungefähr 10 Meter entfernt, sich hinsetzen, damit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Und dann sage ich, ja, das ist doch vereinbart worden. Da sagt jemand von der anderen russischen Seite, überhaupt nichts ist vereinbart worden. Sage ich, doch, es ist vereinbart worden. Und es gab so einen Hickhack und plötzlich steht Jelzin auf, geht auf die andere Seite in die Mitte des Tisches und sagt, setzen Sie sich. Also einfach, es ist eine Grundvoraussetzung für die Verständigung seit der Aufklärung, dass quasi die Form und des Respekts eine Voraussetzung dafür ist, dass man sich einigen kann. Und dass eigentlich diese Wende in der Haltung von Jelzin hat es dann ermöglicht, dass man sich hingesetzt hat und dann hat man einen Waffenstillstand vereinigt. Ähnlich schwierig, glaube ich, auch Ihre Mission dann als Botschafter in Iran. Es gab eine besondere Beziehung zwischen der Schweiz, Iran mit Blick auf die USA. Also 1979, kurz nach der iranischen Revolution, wurde die amerikanische Botschaft in Teheran besetzt und etwa 152 Mitglieder der Botschaft wurden als Geiseln genommen und blieben dann sehr lange, glaube ich, ein Jahr ungefähr, etwas weniger, gefangen. Und das war der Auslöser für den Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Und wenn zwei Staaten diplomatische Beziehungen abbrechen, besteht immer die Möglichkeit, dass man einen dritten Staat damit beauftragt, die Interessen des anderen Staates wahrzunehmen. Und die Schweiz nimmt die amerikanischen Interessen in Teheran wahr. Und also theoretisch Pakistan die Interessen der Iraner in den USA, aber de facto lief eigentlich alles über uns. Bedeutete, dass ich in dieser Aufgabe als bilateraler Botschafter der Schweiz in Teheran gleichzeitig auch noch die Aufgabe hatte, die amerikanischen Interessen wahrzunehmen. Und das hat mich interessiert. Das war auch ein Grund, warum ich nach Teheran gehen wollte und wahrscheinlich in ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit beansprucht. Was haben Sie erreicht, wenn Sie das so mit dem Rückblick jetzt betrachten? Ich glaube, es ging vor allem darum, die, sagen wir mal, in Washington ständig zu informieren, wie ich die Situation sehe und vor allem natürlich alle Informationen, die von der iranischen Regierung an die amerikanische Regierung liefen über uns. Und ganz intensiv war es vom 11. September 2001, sage ich es richtig, klar, 11. September, richtig, bis zum Angriff auf
Afghanistan und danach die Einsetzung der neuen afghanischen Regierung Karzai. Also in dieser Zeit war die iranische Regierung sehr wichtig, de facto in engem Kontakt mit den Amerikanern, um die Situation, die Taliban in Afghanistan zu ersetzen mit einer neuen Koalitionsregierung. Und da lief relativ viel über auch unsere Botschaft. Das war ja eine interessante Geschichte. Inzwischen sind die Sanktionen gelockert von den USA gegenüber Iran. Wie betrachten Sie aktuell die Situation? Herr Steinmeier hat heute gesagt in einer Konferenz der Körber-Stiftung, dass im letzten Jahr im Vergleich zu den vergangenen 9 Jahren man noch nie so weit gekommen ist und sehr nahe ist, sich zu einigen mit Iran über das Atomprogramm. Da gibt es eine Chance. Es ist nicht einfach, nicht zuletzt auch wegen der Situation in den USA mit einer republikanischen Mehrheit im Kongress, wo doch die amerikanische Regierung sehr stark bestimmt ist von der politischen Position, die ja gegenüber Iran und den anderen weltpolitischen Fragen, ja, ich würde sagen, nicht so offen sind für solche Verständigungslösungen, gerade in so kritischen Fragen wie die Nuklearfrage von Iran. 2007 haben Sie erneut eine OSZE-Mission übernommen im Kosovo. Eigentlich wollten Sie nach Israel gehen. Warum nicht? Ja, da ging ich halt nicht nach Israel. Also das war eine interne Geschichte. Aber Hauptsache 2007 habe ich die OSZE-Mission in Kosovo übernommen. Das war eine sehr große Mission, also etwa 1000 Leute. Aus meiner Sicht viel zu groß für die Aufgabe. Und da war die Frage, Kosovo war daran, die Unabhängigkeit vorzubereiten. Und diese Unabhängigkeit, darüber bestand kein internationaler Konsens. Das heißt, die westlichen Regierungen waren für diese Unabhängigkeit. Serbien, Russland und noch etwa 6 andere Staaten waren dagegen. Die OSZE ist eine Organisation von 57, damals 56 gleichberechtigten Staaten, die im Konsens ihre Politik als Organisation voranbringen. Und als ich nach Kosovo gekommen bin, das etwas vom Ersten, was ich tat, ist dafür zu schauen, dass dieser Konsens auch tatsächlich respektiert wird, in dem Sinne, dass die Mission dann sich nicht mehr für die Vorbereitung der Unabhängigkeit einsetzt. Das hat mir natürlich unmittelbar viel Ärger eingetragen in Washington. Ja, klar. Und natürlich Respekt in Belgrad, auch in Moskau. Und zwar nicht, weil ich etwas für die andere Seite gemacht habe. Ich habe nur an die Prinzipien dieser Organisation gehalten. Das war nicht einfach, auf alle Fälle. Ich war dann 12 Monate da. Interessant ist, dass diese Position der Statusneutralität, das heißt eine internationale Organisation, die sich nicht zur Frage der Unabhängigkeit direkt äußert, auch von der UNO danach übernommen worden ist. Das heißt, Ban Ki-moon als UNO-Generalsekretär hat nicht die Rolle gespielt, die erhofft worden ist von westlichen Regierungen, dass er nämlich quasi UNO dann die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt, sondern einfach sagt, ja, darüber gibt es verschiedene Positionen. Ja, und die zunächst letzte, ich weiß nicht, ob es wirklich die letzte ist, OSZE-Mission hat Sie vor wenigen Monaten nach Kiew gebracht, in die Ukraine. Also ich muss das schon richtig stellen, also es ist keine Mission. Ende Januar, Sicherheitskonferenz in München. In diesem Jahr hat die Schweiz nochmals die OSZE-Präsidentschaft übernommen. Und unser Außenminister und gleichzeitig Bundespräsident war in München, hat mir dort schon erwähnt, dass ja, ist die Ukraine etwas, wo wir sie auch einsetzen können. Sage ich, nein, ich bin Botschafter in Berlin. Also einfach Zurückhaltung angegeben. Krise Ende Februar mit Maidan und Janukowitsch, der verschwindet von der Bildfläche. Neue Regierung in Kiew und Burkhalter, unser Außenminister, hat mich dann als, ja, als persönlicher Gesandter für die persönliche Beauftragte des Vorsitzenden der OSZE für die Ukraine ernannt. Die Aufgabe bestand zwischen Ende Februar und Juni darin, mich
dafür einzusetzen, dass diese Instrumente der OSZE für diesen Konflikt ja, auf die Reihe gebracht werden konnten. Und das ging auch sehr gut. Das heißt, die OSZE ist die Organisation, die ist groß geworden im Kalten Krieg und hat eine wichtige Rolle gespielt nach dem Ende des Kalten Krieges, solche Missionen wie Tschetschenien, nachher in Kroatien. Und als Organisation war sie natürlich ideal für die Aufgabe, im Falle eines Konfliktes wie die Ukraine, die Instrumente zu beschließen, auf die Reihe zu bringen. Ende Februar diese Krise und am 21. März hat die OSZE beschlossen, eine Mission, eine Beobachtermission ins Land zu schicken. Das ist deshalb wichtig, dass wenn man objektive Beobachtung hat oder zumindest internationale Präsenz vor Ort in einer solchen Krisenregion, dann kann zumindest, sagen wir mal, ein gewisser Teil Wahrheit hergestellt werden über das, was passiert. Und im Moment sind etwa 250 internationale Beobachter vor Ort. Das war eine Geschichte, das war, glaube ich, sehr wichtig. Das zweite war, dass man dann im Juni die Kontaktgruppe installieren konnte. Das heißt, eine Gruppe mit dem ukrainischen Außenminister, dem russischen Botschafter in Kiew und einer Vertreterin Heidi Talevine der OSZE. Und diese Gruppe hat es zustande gebracht, dann in Minsk den Waffenstillstand auszuhandeln. Der wird jetzt wieder verletzt, ja. Es eskaliert von neuem. Das ist so in einem Konflikt. Aber zumindest kann man sagen, die OSZE war imstande, in diesem Jahr sehr rasch von internationaler Seite die Instrumente auf die Reihe zu bringen, um, sagen wir mal, zu vermeiden wahrscheinlich, dass dieser Konflikt noch weiter eskaliert ist. Also ich bin überzeugt, dass ohne die OSZE und dahinter, das ist ganz entscheidend, dahinter steht eine massive Unterstützung der deutschen Regierung. Frau Merkel und Herr Steinmeier haben sich enorm eingesetzt dafür, dass die OSZE diese Funktion übernehmen konnte. Nicht aus Nächstenliebe zur OSZE, sondern aus der Einsicht heraus, dass diese Organisation prädestiniert ist in einem solchen Konflikt, wo es darum geht, in Absprache auch mit Moskau, die ja wegen der Einstimmigkeit immer mitentscheiden kann, dafür zu schauen, dass man die Instrumente hat, um das Problem anzugehen. Das reizt mich jetzt allerdings zu dem, was wir vorhin beide schon mal so besprochen haben. Hat sich die deutsche Seite oder ein Teil der deutschen Seite möglicherweise auch sehr schnell auf eine Seite in diesem Konflikt geschlagen und hat das eher möglicherweise auch verhindert, dass die Wahrheit über den Konflikt wirklich auch öffentlich werden konnte und so differenziert auch rüberkommen konnte, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre? Ich sehe überhaupt nicht dieses Problem. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass hier irgendetwas vertuscht worden wäre, dass die Wahrheit nicht ans Licht gekommen wäre, sondern ich sehe eigentlich die Präsenz dieser internationalen Beobachter ist eine Voraussetzung dafür, dass international zumindest man ungefähr weiß, was passiert ist und weiterhin was passiert, sowohl im Landesinnern als auch beispielsweise jetzt in der Frage, inwiefern wird das Abkommen von Minsk und von wem und wo und wann verletzt. Das ist eine Geschichte. Es ist aber was ganz anderes, die Frage, was ist eigentlich der Hintergrund dieses Konfliktes? Und da kann man einerseits feststellen, dass durch die Durchführung des Referendums auf der Krim und die Annexion der Krim die ukrainische Verfassung verletzt und das Völkerrecht verletzt worden ist. Das heißt, es wurden mit der Krim internationale Grenzen gewaltsam verschoben. Das ist einfach, das ist eine Tatsache. Jetzt kann man auch sagen, da gibt es sicher noch historische Hintergründe. Das ist eine andere Geschichte. Also fest steht, das Völkerrecht wurde gebrochen. Und hier wurde ein Grundsatz der damaligen KSZE und der OSZE, das heißt ein Grundsatz sowohl der Jahre des Endes des Kalten Krieges und ein Grundsatz, der auch danach für die Frage, wie man mit der Überwindung des Kalten Krieges, des Ost-West-Gegensatzes umgeht, wurde eine dieser Prinzipien wurde verletzt. Das ist eine Geschichte. Es ist natürlich heute die Frage, ja, es gibt ja die Debatte in Deutschland der Russlandversteher. Nicht? Ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Verständnis für und Verständnis von.
Ich bin ein Russlandversteher. Ich stehe dazu. In dem Sinne, dass ich glaube zu verstehen, warum Russland sich in diese Position hineinbegeben hat. Ich habe aber nicht Verständnis für diese Position, in dem Sinne, dass ich es eine gute Sache finde. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt zurückschauen und uns überlegen, wie ist es überhaupt so weit gekommen, und gerade vorhin war diese Diskussion in der Körperstiftung. Da ging es um die Frage, ja, warum hat man das nicht vorausgesehen? Warum waren plötzlich alle überrascht? Herr Röttgen war da, gesagt, ja, war unser Fehler. Wir haben gemeint, weil Russland ökonomisch, politisch, sozial, in politischen Institutionen so eng integriert war, wir haben so eng zusammengearbeitet, man hat sich nicht vorstellen können, dass Russland sich über eine solche Aktion absetzt und einen neuen Gegensatz. Ja, es war eine Überraschung. Jetzt, was ich glaube, Sie haben vorher gesagt, die Wahrheit. Ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, dass man vom Westen her in dieser ganzen Auseinandersetzung seit dem Fall der Mauer, sagen wir mal, zu wenig Respekt im Umgang mit dem Osten, mit Russland. Nicht zuletzt vielleicht auch mit der DDR. In der sogenannten Abwicklung, ein scheußliches Wort, der DDR. Nicht? Also aus meinem Empfinden heraus eine Mischung, auf der einen Seite ein massiver Ressourcentransfer von Westen nach Osten, aber gleichzeitig auch irgendwie, ich behaupte mal, eine Verletzung der Würde. Also für mich ist das schönste Beispiel das Begrüßungsgeld. Also mir geht es kalt den Rücken runter, wenn ich das höre. Also wenn ich jetzt von der DDR aus, das war ja, stelle ich mir vor, meine Gesellschaft sicher nicht toll, aber immerhin, dass man da in der Art, wie das abgewickelt wurde, und ich habe einen guten Bekannten, Schweizer Professor, der war in der Kommission in der sogenannten Abwicklung von Universitäten der DDR, und der ist aus Protest ausgetreten mit der Begründung, so geht man nicht mit Menschen um. Ganz wurscht, was alles falsch war vorher. Also das ist eigentlich dieser Aspekt dieser ganzen Geschichte, ist sowohl innerdeutsch, geht mich nichts an, aber auch im Verhältnis gegenüber Moskau, glaube ich, nicht richtig gelaufen. Und wenn Präsident Obama von Russland als einer Regionalmacht spricht, glaube ich einfach, es ist nicht nötig, Russland als Regionalmacht zu bezeichnen, weil es genau trifft, hier quasi die Würde eines Landes, das im Kalten Krieg auf gleicher Ebene in gegenseitigem Respekt mit eingespielten Regeln das Gegenüber war des Westens. Und in dieser, von ihrer Seite aus, an sich verletzt wurde, wie der Westen mit Russland umgegangen ist. Ich war in Moskau in einem Seminar mit früher ehemals führenden Militärs. Und die haben erzählt, früher waren wir mit den Leuten vom Pentagon auf Augenhöhe respektiert. Heute sprechen sie nicht mehr mit uns. Also da ist, glaube ich, einiges schiefgegangen. Und wenn man sich fragt, warum denn, dann hängt das, glaube ich, noch viel mit dieser Verletzung zusammen. Das ist nicht Verständnis für, es ist Verständnis von. Also ich glaube, das sollte man sich überlegen. Heute hat die Handelszeitung sich sehr kritisch geäußert über die Tatsache, dass, glaube ich, im Bundeskanzleramt Gorbatschow als Mann der Geschichte bezeichnet wurde. Nicht? Weil Gorbatschow gesagt hat, hat zwei wichtige Dinge gesagt. Erstens hat er klargestellt, dass der Westen nicht versprochen hat, die NATO-Ostgrenze nicht nach Osten zu verschieben. Das ist eine wichtige Bestätigung, weil das ist ein langer Streitpunkt. Aber das Zweite ist, dass er auch gesagt hat, es hat mit dem Umgang des Westens mit Russland zu tun, was heute passiert ist. Ja, insofern teilen Sie die Kritik von Gorbatschow oder Gorbatschow teilt Ihre, je nachdem. Aber was kann man dann im diplomatischen Dienst tun, um hier, was müsste eigentlich getan werden, damit sich hier was verändert? Damit es ein Aufeinanderzugehen, gleiche Augenhöhe gibt bei internationalen Konflikten? Ich meine, sprechen wir ganz konkret um die Frage, um die es heute geht, nämlich die Frage, ja, was ist,
Was ist denn heute der richtige Umgang mit Moskau? Da kann man sich zuerst mal fragen, was wollen die eigentlich? Was will Putin? Ich glaube, wir wissen es nicht. Wir wissen, was jetzt gelaufen ist, und das macht die Sache sehr schwierig. Da kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, okay, Wiederherstellung des Status quo ante, und dann ist alles wunderbar. Rückgabe der Krim, Rückzug aus der Ostukraine und dann Friede, Freude, Eierkuchen. Passiert nicht. Okay, wenn das nicht passiert, was machen wir dann? Und da stellt sich jetzt die Frage, wie ist es möglich, auf der einen Seite die Tatsache, dass Prinzipien und die Tatsache, dass das Völkerrecht verletzt worden ist, tatsächlich immer wieder zu erwähnen. Das heißt, konkret zu sagen, das Problem Krim muss auf der Basis des Völkerrechts gelöst werden. Ich glaube, das ist eine Position, von der darf man nicht runter. Die Ukrainer können ja die Krim verkaufen, wenn sie wollen. Das weiß ich, wie man sich einigt. Also es geht ja nicht darum, dass man sagt, wie. Es geht einfach darum, es gibt Recht. Und das andere ist die Frage, dass der Dialog mit Russland aufrechterhalten wird. Und da, glaube ich, ist die Gefahr, dass man sagt, einerseits, ja, wir sind schon offen für den Dialog. Das bedeutet, das reicht natürlich noch nicht. Die Frage ist, was tut man aktiv dafür? Und was im Moment passiert, ist sehr gefährlich, dass nämlich die Institutionen und die Kanäle, wo dieser Dialog stattfinden kann, eine nach dem anderen abgebrannt wird. Und das ist gefährlich. Das bedeutet nicht, dass man nicht auf die Prinzipien insistieren soll, sondern dass man den Dialog aufrechterhalten muss. Und hier sehe ich ein Problem darin, dass das Argument kommt, wir belohnen sie doch nicht noch mit dem Dialog. Das heißt, die Frage, ist Dialog ein Zugeständnis? Und da ist die Antwort aus meiner Sicht nein. Also man kann mit irgendwelchen Menschen, wo man überhaupt nicht mit der Position einverstanden ist, einen Dialog führen, weil das Ziel sollte ja sein, eine Verständigung. Und da sehe ich einfach die Gefahr im Moment, dass man sagt, ja, wir wollen sie doch nicht noch belohnen für das, was die getan haben, dass wir hingehen und mit ihnen sprechen. Also das ist sehr gefährlich. Dialog mit Vorbedingungen? Das sagen dann die anderen auch. Da kommt man auch nicht weiter. Was heißt Vorbedingungen? Ja. Golda Meir hat mal gesagt, man kann Frieden nur mit den Feinden schließen. Nicht? Für Freunde braucht man kein Friedensabkommen. Ja, seit 2010 sind Sie Botschafter hier in Berlin. Sie sind in schwierige Fußstapfen getreten. Ich weiß nicht, wer sich erinnert an den Vorgänger. War nicht der Vorgänger. Dann war es der Vorvorgänger, glaube ich. Es war eine kurze Zeit. Komischerweise aber alle erinnern sich sozusagen an das bunt schillernde Paar, was hier eher die Partyszene aufgemischt hat. In solche Fußstapfen dann zu treten, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber sie hatten auch hier wieder eine etwas schwierigere Mission, weil es ging nicht nur darum, die Schweiz hier zu vertreten, sondern eines der Aufgaben, die sie mitbekommen haben, war, das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland abzuschließen. Also das Abkommen ist nicht, dass ich es abgeschlossen hätte, sondern es ist in enger Verbindung zwischen Bern und Berlin, Bundesfinanzminister Schäuble, nicht von ungefähr, kommt aus Baden-Württemberg, hat ein besonderes Verständnis für die Schweiz. Und auf Schweizer Seite unsere Finanzministerin. Das Abkommen wurde ausgehandelt und da ging es um Folgendes. Streitpunkt, schon lange, Finanzplatz der Schweiz dient der Steuerhinterziehung, so dass es möglich ist, von deutschen Steuerverpflichtigen ein Konto in der Schweiz zu haben, was dem deutschen Fiskus nicht bekannt war. Frühere Position in der Schweiz war, ja, es ist nicht unsere Aufgabe, dafür zu schauen, dass Menschen im Ausland Steuern bezahlen. Wenn jemand in die Schweiz kommt, ist er frei, ein Bankkonto zu haben und von daher auch Bankgeheimnis. Das war früher nicht zum Zweck der Steuerhinterziehung, sondern zum Zweck, auch, es kam in den 30er Jahren, als die Steuern überhaupt noch keine Rolle spielten, auch Existenzsicherung, viele Menschen, nicht zuletzt auch noch Gewerkschaftsvermögen aus Deutschland, konnte auf diese Weise gerettet werden. Aber das ist die Vergangenheit. Fakt ist, dass
in den letzten Jahrzehnten diese Institution des Steuergeheimnisses, des Bankgeheimnisses auch missbraucht wurde unter aktiver Teilnahme der Schweizer Banken. Und mit der Zeit, nicht zuletzt als Folge der Finanzkrise, wurde es immer stärker kritisiert. Und dann hat man sich überlegt, wie kann man das Problem lösen. Eine Forderung war natürlich Offenlegung, nicht einfach durchzusetzen. Dann hat man sich darauf geeinigt, dass man sagt, okay, die Menschen, die ein Konto haben in der Schweiz, können anonym bleiben, wenn sie hohe Steuern bezahlen. Eine Rückzahlung auf den Bestand, also angenommen, irgendjemand hat 100.000 Euro, muss auf diese 100.000 Euro auf seinem Konto 20-40% abliefern und dann darf er anonym bleiben. Diese 20-40% waren sicher höher als der Betrag, den dieser Betreffende hätte zahlen müssen, hätte er sich über eine Selbstanzeige dem Finanzamt geäußert. Das war der Deal. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist eigentlich schon interessant, alle anderen Verbrecher können doch nicht das Gesetz verletzen und anonym bleiben. Hat was für sich. Das ist eine ideologische, philosophische Frage. Ist das gerecht oder nicht? Ich habe Verständnis dafür, dass man sagen kann, nö, ist nicht gerecht. Gleichzeitig um Steinbrück, der ja sehr aktiv sich dafür engagierte, aber selbst eine ähnliche Steuer in Deutschland eingeführt hat, hat gesagt, lieber 25% von etwas als 50% von nichts. Also das heißt, die Frage ist auch, bekommt der Staat Steuergelder? Also gut, Abkommen wurde abgeschlossen. Gleiches Abkommen mit Österreich und England, dort wurde es akzeptiert. In Deutschland hat die SPD und auch die Linken waren dagegen und die Sache ist dann im Bundesrat gescheitert. Gut, wenn man jetzt die Situation vergleicht bezüglich dieses doch vor 3 Jahren eminent wichtigen Streitpunktes in der Beziehung zwischen der Schweiz und Deutschland, kann man heute feststellen, es ist gelöst. Warum ist es gelöst? Aus verschiedenen Gründen. Erstens, die Schweizer Banken haben Ende 2012 gesagt, gut, entweder kommt das Abkommen oder, weil wir interessiert sind, in Deutschland tätig zu sein, werden wir der deutschen Kundschaft sagen, regularisiert euch mit dem Finanzamt oder wir schmeißen euch raus. Einfach weil das nicht, weil die Banker zu Gutmenschen mutiert sind, sondern weil sie gesehen haben, vor allem die großen Banken, der Markt in Deutschland ist für die Bank insgesamt global tätig so wichtig, dass es entscheidend ist, dass man sich mit den deutschen Behörden gut stellen kann. Und die haben das durchgezogen. Das ist das Erste. Heute würde ich sagen, ist der allergrößte Teil dieser Guthaben in der Schweiz deklariert. Weil das hat natürlich zugenommen, nicht zuletzt auch noch, da wurden noch CDs gekauft und die Steuerpflichtigen haben sich selbst deklariert, beziehungsweise auch das Geld nach Deutschland zurückgeholt. Also weitestgehend ist das Problem gelöst. Das Zweite ist, dass die Frage des automatischen Informationsaustausches über den internationalen Druck und über die Diskussion im Rahmen der OECD innerhalb der Europäischen Union zu dem Punkt gekommen ist, dass auch die Schweiz gesagt hat, okay, mach mal. De facto gibt es heute kein Steuergeheimnis, kein Bankgeheimnis mehr, weil die Regierung diesen automatischen Informationsaustausch jetzt akzeptiert hat. Damals beim Steuerabkommen war der automatische Informationsaustausch betraf lediglich die Zinsen, nicht die Kapitaleinkünfte. Heute, in dem, was jetzt vereinbart worden ist, betrifft es sämtliche Kapitaleinkünfte. Und dann auch das Argument, dass wenn das jetzt durchgesetzt ist, dann herrscht die Transparenz. Ist auch richtig so. Also das, da macht es die Schweiz mit. Das Problem Steuern, Deutschland, Schweiz ist sozusagen gelöst. Es gibt noch ein paar einzelne Fragen, die jetzt auf dem Weg sind, gelöst zu werden. Naja, Ende Oktober haben 51 OECD-Staaten das Abkommen unterzeichnet. Die Schweiz noch nicht. Sie haben angekündigt, Jahr. Sie hat es unterzeichnet, es ist aber noch nicht ratifiziert. Und das wurde auch anerkannt von der deutschen Regierung. Die Schweiz ist da voll dabei. Das ist nämlich, jetzt muss man das auch richtig sehen, das bedeutet für die Schweiz einen viel schwierigeren Schritt als für, was weiß ich, Polen oder Estland.
innerhalb der Europäischen Union. Weil von dem Moment, wo die Schweiz den automatischen Informationsaustausch akzeptiert, kommen ganz viele Staaten und sagen, ja, Moment, wir wollen das im bilateralen Verhältnis aktivieren, heißt das. Das heißt, es gibt ein multilaterales Abkommen, das die Regeln festhält, wie dieser Informationsaustausch passieren soll, kann von einzelnen Staaten, die dieses Abkommen unterzeichnet haben, bilateral aktiviert werden. Es ist klar, dass hier die Schweiz dann als eines der ersten Staaten gefragt wird, das zu tun. Das könnte uns auch vor das Problem stellen, ja, inwiefern ist die Rechtsstaatlichkeit des Partners unter diesen Staaten auch gewährleistet, nämlich werden die Daten bezüglich eines Vermögens in der Schweiz auch tatsächlich nur zu Steuerzwecken gebraucht oder politisch missbraucht? Oder beispielsweise in einem Verfahren, das möglicherweise in einer Todesstrafe enden kann, auch so verwendet, dass wir sagen können, das können wir nicht machen. Und da besteht eine gewisse Gefahr, dass, weil alle zuerst zu uns kommen, dass wir hier noch ein Problem haben. Und das wird in einem Jahr geklärt sein? Also das ist ein Prozess, das kann man davon ausgehen. In 1 bis 2 Jahren dürfte das angewendet werden. Also insgesamt kann man sagen, die Steuerfrage, ja, ist kein Thema mehr. Aber ein Thema nach wie vor, und wir haben es mehrfach angesprochen, ist die Frage der direkten Demokratie. Ist das tatsächlich der Exportschlager der Schweiz, neben der Schokolade natürlich? Ich wäre überhaupt nicht dafür, dass man das als Exportartikel bezeichnet, sondern lediglich, dass man feststellen kann, in Deutschland, in anderen Staaten, gemäß Umfragen besteht ein wachsender Wunsch der Bevölkerung, sich an Sachfragen politisch direkt beteiligen zu können. Das heißt, nicht nur darüber entscheiden zu können, wer vertritt mich im Parlament, sondern politische Entscheide als Entscheide, die ich selbst mitentscheiden kann über Referenden, Plebiszite. Und für die Frage, wenn man das machen will, kann man sagen, ja, in der Schweiz ist das sehr weit ausgebaut, insofern, dass wir 4-mal pro Jahr einen sogenannten Abstimmungssonntag haben, wo auf der Bundesebene, der kantonalen Ebene und der kommunalen Ebene Sachfragen von der Bevölkerung entschieden werden. Von daher gibt es eine viel weiter ausgebaute direkte Demokratie, wie wir das nennen, oder sachbezogene demokratische Entscheide als in Deutschland. Wie ist es mit Quoren, mit Regularien für die Abstimmung? Also wir haben... muss unterscheiden zwischen der Anzahl von Unterschriften, die es braucht, damit eine Frage zum Gegenstand einer Abstimmung werden kann. Das gibt es überall. Das ist in der Schweiz so, dass 100.000 Unterschriften nötig sind für eine Vorlage zur Änderung der Verfassung und 50.000 Unterschriften in der Schweiz auf Bundesebene notwendig sind für die Abstimmung über eine von Parlament entschiedene Gesetzesvorlage. Das heißt, das Parlament entscheidet über ein Gesetz, da kann ich Einspruch erheben dadurch, dass ich 50.000 Unterschriften sammle und dann muss das Gesetz zum Gegenstand einer Abstimmung werden. Das ist eine Hürde, die gibt es auch in Bürgerbeteiligungsinstrumenten in der Bundesrepublik auf Länderebene. Das Zweite ist dann die Frage, und hier gibt es einen großen Unterschied, dass in den Bundesländern über diese Art von Instrumente es immer auch noch ein Quorum gibt der Zustimmung oder der Wahl der Stimmbeteiligung. Konkret in Baden-Württemberg ist eine Vorlage nur dann, kommt zu einem gültigen Entscheid, wenn 33% der Stimmberechtigten zustimmen. Bedeutet, dass wenn ungefähr 50-50 das Verhältnis von Ja und Nein ist, sie eine Stimmbeteiligung brauchen von 67%. Das haben wir in der Schweiz fast nie. Also die Gefahr ist, und das gab es ja bei Stuttgart 21, dass man über dieses System in eine Situation kommen kann, dass sie das Volk fragen und dann eine Mehrheit der Gefragten sagt, konkret, wir sind gegen Stuttgart 21. Die Regierung dann aber,
eine notabene grün-rote Regierung, dann gezwungen ist, den Bahnhof trotzdem zu bauen, weil das Quorum nicht erreicht wurde. Also da hätten Sie, ich glaube, der Verkehrsminister Herrmann hätte das nicht überlebt. Also das ist eine Gefahr. Und ich glaube, und wir haben in der Schweiz überhaupt keine Quorum. Und ich glaube, es ist auch nicht nötig. Aber das ist meine, aus der schweizerischen Erfahrung heraus, eine Frage, dass wenn man mit Quorum arbeitet, gibt es auch falsche Situationen, insbesondere wenn es über das Beteiligungsquorum geht, dann können Sie sich nämlich überlegen, es ist ein Resultat zu erwarten, das gegen meinen Willen ist. Und dann kann ich durch meine Abstinenz hoffen, dass das Quorum nicht erreicht wird, dass die, die gegen meinen Willen abstimmen gehen, keine gültige Abstimmung zustande bringen. Also eine absurde Situation, dass Abstinenz in der Demokratie dazu führt, dass ich das Resultat eines demokratischen Entscheides beeinflussen kann. Gibt es inhaltliche Grenzen, also bestimmte Themen, die nicht zur Abstimmung gestellt werden dürfen? Ich meine, Sie haben, und das ist jetzt eine Diskussion in der Schweiz, dass Sie zum einen eine Frage haben, ja, wie ist es denn mit dem Rechtsstaat? Wenn ich denke, ich wäre dafür, dass die Blonden doppelt so viel Steuern bezahlen als die Braunhaarigen. Könnte ja mir einfallen, nicht? So wäre nicht schlecht. Dann ist die Frage, geht das? Darf ich das? Und wie entscheide ich, dass das nicht passiert? Und das Kriterium ist, dass dann die Regierung entscheiden muss, also die Exekutive, ob die Regierung dem Parlament entscheidet, dass darüber nicht abgestimmt werden darf. Konkretes Beispiel, nicht über die Haarfarbe, sondern über das Minarettverbot. Also es gab eine Vorlage, 100.000 Unterschriften gesammelt für die Einführung eines Verfassungsartikels, der den Bau von Minaretten verbietet. Die Regierung ist gehalten, darüber zu entscheiden, ob darüber abgestimmt werden darf. Und die Regierung ist zum Schluss gekommen, die Empfehlung an das Parlament, ja, darüber darf abgestimmt werden. Man könnte sich aber auch auf den Standpunkt stellen, nein, das geht gegen das Prinzip der Religionsfreiheit. Weil es geht nicht gegen irgendwelche Türme in Sakralbauten. Das könnte man ja sagen, alle, auch Kirchtürme, verboten. Nein, es geht um Türme der Sakralbauten einer Religionsgemeinschaft. Also aus meiner Sicht, als Staatsbürger, mit Religionsfreiheit nicht vereinbart. Die Regierung hat anders entschieden. Also das zeigt einfach, es gibt da natürlich eine ideologische Überhöhung des Begriffs des Volkswillens. Das Volk steht über allem, halte ich für höchst problematisch. Weil Demokratie ist ein Instrument, ein Gut, der Rechtsstaat ist was anderes. Und wenn Rechtsstaat und Demokratie in einem Spannungsverhältnis sind, geht es nicht an, dass man sagt, das Volk hat immer Recht. Ja, sonst könnte man ja dazukommen und sagen, ja, unterstellen wir doch die Entscheide des obersten Gerichts dem fakultativen Referendum. Wenn es dem Volk nicht passt, ein Gerichtsentscheid, könnte man ja auch darüber abstimmen. Also das heißt, der Rechtsstaat ist aus meiner Überzeugung eine Institution, die ständig stabilisiert werden muss, auch gegen den Willen der Mehrheit, die möglicherweise über die Rechte von Minderheiten entscheiden kann. Und hier, und Sie haben das anders geregelt, das Grundgesetz, da gibt es ja eine ganze Reihe von Paragraphen, die gar nicht zur Disposition gestellt werden. Und über die Anwendung der anderen Paragraphen wacht das Bundesverfassungsgericht, bekommt dadurch auch eine politische Funktion. Das haben wir nicht. Wir haben kein Verfassungsgericht. Ja, und dennoch gibt es politische Entscheidungen, die anders sind als Mehrheiten. Beim letzten Botschaftertreffen gab es unter anderem so eine Diskussion um die Lieferung von Militär, von Kriegsmaterial in Krisengebiete.
Und da hat unter anderem Ihr Außenminister dort deutlich gesagt, oder Ihr Ministerpräsident ganz deutlich gesagt, wenn es dazu eine Abstimmung gäbe, gäbe es eine ganz klare Mehrheit gegen die Lieferung von Waffen in Krisengebiete. Und fragte dann Herrn Steinmeier, wie er das sehen würde, also ob das, wie das in Deutschland wäre. Und er sagte, das wäre in Deutschland möglicherweise genauso. Aber das sei eher ein Problem der Vermittlung sozusagen. Man müsse es den Menschen, wir müssen die Menschen überzeugen dazu, dass das notwendig wäre. In dem Moment habe ich übrigens gesagt, ich überlege, Asyl zu beantragen in der Schweiz. Also, ich meine, es gab auch Abstimmungen über ein ganz rigoroses Waffenexportverbot in der Schweiz und das wurde abgelehnt. Also heute ist es eine Abwägung von politischen Interessen, konkret Einhaltung der Menschenwürde, heißt es im Gesetz im betreffenden Staat, was gemeint ist, ist Menschenrechte, aber das ist anders umschrieben, so dass de facto gibt es auch aus der Schweiz Waffenexporte in Staaten, wo man sagen kann, es weder Rechtsstaat noch Demokratie sind da respektiert. Das Gleiche gibt es ja auch in Deutschland, aber jetzt umgekehrt. Hätten Sie dieses Verbot, dann könnte Deutschland keine Waffen an die Kurden liefern. Können Sie sagen, das ist ohnehin falsch. Generell muss man sich davon zurückhalten. Da kommt das Gegenargument, naja, ihr würdet so gerne eine Schweiz sein, die so weit von internationalen Konflikten nicht böse Entscheide treffen muss. Einfach dadurch, dass man sich sagt, ja, wir haben das nicht zu entscheiden. Es gab eine ganze Reihe von Abstimmungen in diesem Jahr mit interessanten Ergebnissen, wenn ich die mal auch mal nennen darf. Also unter anderem gab es eine Volksabstimmung zum Thema Einheitskrankenkasse. Dazu zu sagen, in der Schweiz gibt es 61, wenn ich es richtig gelesen habe, private Krankenkassen, es gibt eine öffentliche und 61,8% haben sich gegen eine Einheitskasse ausgesprochen. Woher kommt das? Sind das die Erfahrungen? Ja, man kann vielleicht das noch an einer anderen Abstimmung festmachen. Es gab eine Abstimmung über 6 Wochen Mindestferien. Wurde abgelehnt. Man kann sagen, ja, man ist doch schön, 6 Wochen. Der Grund liegt darin, dass eine Überzeugung vorherrscht, dass es Dinge gibt, die nicht staatlich geregelt werden sollen. Sondern das ist der Bereich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sollen das regeln. Und man, ja, es gibt die Überzeugung, dass der Staat nicht zu viel sich in diesbezüglich einmischen soll. Ein weiteres Beispiel ist, und das glaube ich, war auch im Fall der Krankenkassen so, ein weiteres Beispiel war die sogenannte Abzockerinitiative, die wurde angenommen. Und dort, und es war auch interessant, die Reaktion in Deutschland, die man sagte, ist ja wunderbar von der linken Seite. Genau das wollen wir auch, aber wir wollen es mit Gesetz, dass es keine zu hohen Managerlöhne geben soll. Das ist ganz anderes als das, was in der Schweiz entschieden worden ist. Denn in der Schweiz ist entschieden worden, dass die Eigentümer, nämlich die Aktionärsversammlung, darüber jedes Jahr befinden muss, was an Löhnen ausbezahlt wird für das Management. Das ist nicht das Gleiche, ob man die Höhe gesetzlich festlegt, sondern dass man sagt, Moment mal, wir schreiben den Besitzern, den Eigentümern vor, dass sie darüber entscheiden müssen, um zu vermeiden, dass das Management einer Gesellschaft quasi klammheimlich darüber entscheiden kann. Ideologisch ist das ein Unterschied. Und ich glaube, da liegt auch ein Grund, wie solche Entscheide getroffen werden, beziehungsweise was ist die Haltung gegenüber staatlicher Regelung. Dann ist dann so auch zu erklären, es gab eine Initiative für einen Mindestlohn in der Schweiz und da gab es nur 23,7% Ja-Stimmen. Alle anderen haben sich dagegen ausgesprochen. Also so ist das auch zu erklären. Ja, der Mindestlohn wäre bei 18 Euro gewesen. Ist, kann man auch sagen, kaufkraftmäßig ist natürlich, er wäre immer noch hoch gewesen. Aber auch dort war eigentlich die Überlegung, dass das ist etwas, was man dem Vertragsverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern überlassen soll. Bedeutet auch, dass die
Arbeitsgesetzgebung in der Schweiz in dem Sinne liberaler ist, ich möchte das nicht das Wort positiv besetzen, sondern bedeutet, dass die Situation, wie man das in der Bundesrepublik sieht, dass nämlich auf der einen Seite soziale Errungenschaften damit erreicht werden konnten, aber auf der anderen Seite eine Situation besteht, wo sich ein Unternehmer schon überlegt, ob jemand eingestellt wird oder nicht. Weil vom Moment, wo man jemanden einstellt, kann man ihn nicht mehr entlassen. Und das, ob das der Beschäftigung dient, das aus meiner staatsbürgerlichen Überzeugung, glaube ich, ist es wichtig, soziale Absicherung bei gleichzeitiger Flexibilität, um sicherzustellen, dass die Leute auch beschäftigt werden. Denn wenn hier die Sache blockiert ist, ist man sehr zurückhaltend, Leute zu beschäftigen. Oder es gibt die Situation wie in Deutschland eines zweigeteilten Arbeitsmarktes. Ob das gut ist, müssen Sie entscheiden. Wenn man auf die Zahlen guckt der Volksabstimmung, fällt auf, dass es eine, sag mal, relativ hohe Beteiligung gibt, um die 50% bei den Abstimmungen. Blickt man auf die Wahlen, die Landtagswahlen zum Beispiel, die letzten Landtagswahlen hier in Deutschland, haben wir keine höhere Beteiligung gehabt. Meinen Sie, dass durch zum Beispiel die Befragung zu konkreten Inhalten auch das Interesse an Politik möglicherweise wieder zunehmen könnte, auch hier in Deutschland? Also was wir als Unterschied sehen, ist, das Wort Politikverdrossenheit gibt es in der schweizerischen Debatte nicht. Also es gibt nicht das Gefühl, dass die Bevölkerung sich nicht an der Politik beteiligen kann. Eine Wahlbeteiligung von 45-50%, also es ist eher bei 45%, Wahl- und Stimmbeteiligung. Bei Parlamentswahlen ist sie etwas höher, bei Abstimmungen zu Sachentscheiden etwas tiefer, aber insgesamt ist interessant, dass diese Beteiligung über die letzten 20 Jahre konstant geblieben ist, währenddem sie in Deutschland abgenommen hat. Und das Zweite ist, das erscheint Ihnen vielleicht als nicht sehr hoch, aber das beantwortet lediglich die Frage, wie viel haben an der Abstimmung vom letzten Sonntag teilgenommen? Wenn Sie die Frage stellen, haben Sie sich an einer Abstimmung in den letzten 2 Jahren beteiligt, an einer, mindestens einer, dann haben Sie Prozentwerte von 80%. Das heißt, das ist eigentlich im Vergleich, gibt eine Partizipationsrate, die ja doch darauf hinweist, dass sich die Leute beteiligen. Ich selbst habe mich manchmal, ging nicht abstimmen, weil ich dachte, ach, über was wird abgestimmt? Ach, da verstehe ich ohnehin nichts, oder das ist mir wurscht. Aber es bedeutet auch, dass vom Moment, wo man sich als Bürger mit einer Frage, sagen wir, über eine Frage entscheiden muss, man auch ein Interesse dafür entwickelt, um was es geht. Die europäische Verfassung wurde in einem Land von der Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich gelesen. Und das ist Frankreich, weil dort darüber abgestimmt worden ist. Das bedeutet, dass wenn Sie eine Sachfrage haben, so kompliziert die auch sein kann, ob über Gentechnologie oder über irgendwas, dann wird darüber diskutiert am Arbeitsplatz oder unter Freunden, was stimmst du ab, um was geht es da? Und dann kommt am Sonntag sogenanntes Abstimmungsbüchlein, das ist eine Broschüre von der Regierung geschrieben, wo gesagt wird, es geht um diese Frage, die Haltung der Regierung zu dieser Frage ist wie folgt, die Haltung derjenigen, die das vorgeschlagen haben, ist das, und der Text wird dann abgestimmt mit denen, die einen Vorschlag gemacht haben. Das ist dann ziemlich auf billigem Papier und eigentlich sehr nüchtern dargestellt, aber immerhin so, dass diese Dinge werden gelesen. Und ich glaube, das dient auch einfach der politischen Partizipation dadurch, dass die Leute sich mit den Fragen beschäftigen müssen. Ja, was sagen Sie dann zu den Vorbehalten, die es in Deutschland gibt, insbesondere auf Bundesebene, wenn es um die Einführung von Formen der Bürgerbeteiligung, Volksabstimmung, Volksentscheiden geht? Also wir leben gut mit der repräsentativen Demokratie. Die Leute wissen eh nicht so richtig Bescheid. Sie sind zufrieden mit dem System und Ähnliches. Wie gehen Sie mit solchen Vorbehalten um? Kann man da möglicherweise wirklich etwas lernen? Was würden Sie gern vermitteln wollen? Also es gibt die Position, dass man sagt, ja, die Politiker verstehen das besser als die Bevölkerung. Das ist eine kühne These.
Nämlich zu behaupten, die Politiker sind schlauer als der Durchschnitt der Bevölkerung. Kann man behaupten. Dann gibt es ein zweites. Das Bundespräsident Gauck war in der Schweiz und hat sich dahingehend geäußert, dass er gesagt hat, ja, ich, Gauck, war unmittelbar 1989 für die Ausdehnung direktdemokratischer Entscheide und bin jetzt zum Schluss gekommen, nein, die parlamentarische Demokratie funktioniert. Und das ist nicht, das hat er auch klargestellt, nicht die Frage des Misstrauens, historisch bedingt, staatlicher Institutionen gegenüber der Bevölkerung aus der Geschichte Deutschlands der 30er Jahre, sondern einfach aus der Erfahrung heraus, Bundespräsident Gauck, es funktioniert ja gut. Das ist seine Position. Es gibt aber gemäß Umfragen eine wachsende Zustimmung zu einer Ausdehnung direktdemokratischer Entscheide in Deutschland. Und die Frage, wie man damit umgeht, ist eigentlich eine Debatte, wo ich sehe, das Interesse an unseren Erfahrungen wächst. Aber wie gesagt, nicht, dass wir zum Schluss kommen, das ist eine gute Sache, wollen wir doch den Leuten exportieren, sondern da muss jeder Staat oder jede Gesellschaft selbst entscheiden, ob das zweckmäßig ist. Könnte es in Deutschland auch so etwas sein wie Angst vor Machtverlust, den man dann hätte, wenn das Volk mehr entscheiden dürfte und die Entscheidung auch noch bindend wäre? Ist anzunehmen. Wobei, es ist nicht nur der Parlamente, es ist auch der Bürokratie. Nicht? Also wenn das, was entschieden wird, dann, sagen wir mal, vom Volk wie bei uns entschieden wird, bedeutet das, dass die Bürokratie nicht mehr diese Entscheidungsbefugnis hat. Und da gibt es noch einen ganz wichtigen Unterschied. Sie haben ja in allen Bundesländern diese Bürgerbeteiligungsinstrumente, aber in allen Verfassungen der Bundesländer gibt es explizite Bestimmungen, dass nicht über das Wichtigste im Staat direkt demokratisch entschieden werden kann, und das ist das Geld. Nicht? Also vom Moment, wo Sie über Rauchen, über vielleicht sogar einen Bahnhof, über Schulsysteme entscheiden können, ist ja gut. Aber dort, wo es um die Wurst geht, nämlich das Geld, dann die Budgethoheit des Parlamentarismus als Königsdisziplin präsentiert wird, dann gibt es hier eine Schranke. Und das ist einfach im staatlichen, in der politischen Kultur in Deutschland sehr klar, im Gegensatz zu uns, weil das bedeutet, dass bei uns sowohl auf der Ausgabenseite als auch auf der Einnahmenseite bei Steuererhöhungen, die Gegenstand von direktdemokratischen Entscheiden sind und in vielen Fällen die Zustimmung findet der Bevölkerung, gleichzeitig auch bei allen großen Ausgaben. Und wenn in der Schweiz über eine Turnhalle entschieden wird in einer Gemeinde, wird nicht über die Turnhalle entschieden, sondern über den Kredit der Turnhalle. Also die Frage ist, und das steht dann so auf dem Abstimmungszettel, zweite Person Plural, wollt ihr einen Kredit von 5,6 Millionen Franken für die Turnhalle bewilligen? Ja oder nein? Nicht? Und das gibt, glaube ich, hat eine wichtige Folge, nämlich das, was man Politikverdrossenheit in Deutschland als das bezeichnet, hat auch damit zu tun, über den Eindruck, ja, was machen die eigentlich mit meinem Geld? Und legitimiert umgekehrt auch Ausgaben, die sich vielleicht als absurd herausstellen, auch in der Schweiz, das ist dann kein Problem, das Volk hat ja zugestimmt. Also ein Flughafen Berlin wäre Gegenstand gewesen einer Abstimmung in der Schweiz. Die politische Frage hätte sich anders gestellt. Es gibt auch solche Situationen, dass ein Nachtragskredit gestellt werden muss und zur Abstimmung gebracht werden muss. Aber vom Moment, wo die Bevölkerung entschieden hat, ist es politisch vom Tisch als Frage im Verhältnis zwischen Regierung und Bevölkerung. Gibt es dann so etwas noch wie Regierung und Opposition? Ja, das ist ja interessant, dass die Opposition dann, die Oppositionsfunktion meistens von der Bevölkerung aus wahrgenommen wird. Und die Regierung, das sind ja immer Koalitionsregierungen.
und zwar Koalitionsregierung aus der historischen Entwicklung heraus, vom Moment, wo sie natürlich direktdemokratische Instrumente zur Verfügung stellen, das heißt, wo die Bevölkerung gegen das, was die Regierung entscheidet, mobilisieren kann, sind sie als Regierung daran interessiert, die Oppositionsparteien ins Zelt reinzuholen, ins Boot reinzuholen, damit die ihnen nicht Schwierigkeiten macht draußen. Dann haben sie Allparteienregierung. Das Interessante ist, dass die Regierungsmitglieder im Bundesrat werden über das Parlament gewählt. In den Kantonen werden die Regierungsmitglieder über Wahlen gewählt. Das heißt, auch die Sozialdemokraten, die nur 20% der Stimmbeteiligung haben, vielleicht leicht drüber, haben die Möglichkeit, und überall in den Kantonen werden auch Sozialdemokraten von einer Mehrheit der Bevölkerung gewählt, weil die Bevölkerung findet, ja, die gehören auch dazu. Also die Konsensbereitschaft der Bevölkerung zeigt sich vor allem in Wahlen, in Exekutivwahlen dadurch, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Regierung so zusammenstellt aus verschiedenen Parteien. So ein Gefühl, ach, das ist eigentlich der Sitz, diesmal sollte wieder ein Sitz der Sozialdemokraten oder der Christdemokraten zum Zuge kommen, weil der ersetzt ja den letzten. Ja, ich habe noch eine Frage, Herr Botschafter. Wir sind hier unter uns, deswegen kann ich die Frage hier stellen. Sie werden im nächsten Jahr Berlin verlassen, also Sie werden sozusagen das Amt aufgeben. Und es ist ein bisschen durchgesickert, dass Sie vorhaben, dann in die Politik zu gehen, zu kandidieren. Stimmt das? Das ist eine Absicht. Ob sie dann realisiert wird, wird sich zeigen. Also die Frage ist, ob die Sozialdemokratische Partei des Kantons Zürichs mich auf die Kandidatenliste setzen wird. Der Entscheid wird im Mai gefällt. Bis dann ist die Frage offen und ich habe mich nicht offiziell dazu geäußert, aber sicher nicht widersprochen, wie das in die Medien gekommen ist. Also ich vermute, wir würden Sie alle auf die Liste setzen. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, hier gibt es mehr als einen Schweizer Botschafter inzwischen. Hier gibt es jetzt ganz viele und ich denke mal, die Frage, wollen wir mehr Schweiz wagen? Ich würde jetzt ein Ausrufezeichen dahinter setzen, dass auch in Deutschland die Zeit reif ist. Passen Sie auf. Es gibt im Berliner Journal von Max Frisch, beschreibt er, wie ich glaube, es war Alfred Anders, ihm gesagt hat, ich möchte das Schweizer Staatsbürgerrecht beantragen. Und Max Frisch schreibt im Berliner Journal, ich glaube, ich hätte ihn warnen sollen. Das ist zu spät. Ganz herzlichen Dank, Herr Botschafter, für dieses unheimlich interessante Gespräch über die Schweiz, über Ihre Arbeit, über die Schweiz, über die Demokratie, über die direkte Demokratie, über die Möglichkeiten, ja, auch Grenzen und vielleicht auch den einen oder anderen Fallstrick. Ich denke, es war eine sehr, sehr interessante Begegnung, die wir heute hier hatten. Ich bedanke mich ausdrücklich dafür. Ja, und Sie haben sich als zum Marxisten bekannt. Und deswegen sollte es jetzt auch ein Marx sein, den Sie mitnehmen und den Sie vielleicht auch in der Schweiz ab und zu dann mal gebrauchen können. Das Kapital. Genau, das Kapital. Und der Illustration natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Herzlichen Dank. Das hat aber drei Bände. Hier sehe ich nur zwei Bände. Sie kriegen den dritten dann noch nach. Naja, weil ich glaube, als Ökonomiestudent war ich einer der wenigen, die dieses Teil wirklich gelesen haben. Ja. Und habe dann festgestellt, dass die anderen in der kleinen Arbeitsgruppe es eben nicht gelesen haben. Waren etwas frustriert, aber ganz herzlichen Dank. Ja, danke.